Nehme ich die mal. Memory verrückt. Was gibt dir Sicherheit? Ja. Wo fühle ich mich sicher? Fühlst du dich auf der Bühne sicher? Es kommt wirklich darauf an, wie die Produktion entstanden ist, in welchem Umfeld, unter welcher Atmosphäre. Dann gibt es Produktionen, in denen ich mich sehr sicher fühle und sehr wohl und sehr aufgehoben. Und dann gibt es welche, wo man sich komplett unsicher fühlt. Also, kennst du das, dieses das Brechen eines Künstlers? Also wenn man gebrochen wird, dann kommt erst das Innere raus? Ja, ich kenne das. Also ich habe das auch erlebt in verschiedenen Varianten, aber ich halte überhaupt nichts davon. Ich finde das total blöd. Also ich glaube auch nicht, dass da bessere künstlerische Produkte oder dabei rauskommen. Ich glaube, das ist Quatsch. Es kann natürlich sein, dass man da plötzlich irgendwie an emotionale Grenzen kommt oder so. Mhm. Aber das ist jetzt nicht unbedingt besser. Ich möchte nicht so arbeiten. Ich suche es nicht und ich finde es auch nicht bewundernswert. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen eine Ausrede. Für Masochisten und vor allem Sadisten im Theater, die sich gerne ausleben wollen und die sagen, ja, das ist ja Kunst, das ist ja ein künstlerischer Prozess. Ich glaube, da steckt einfach ganz viel menschliches Elend dahinter. Geschichten. Gibt dir Wien Sicherheit? Ja, das ist eine lustige Frage, weil ich kenne ja Wien von früher. Ich war ja hier in den 90ern, habe hier studiert, mit meiner Schwester zusammen gewohnt im 7. Bezirk, lustigerweise. Und jetzt war ich 30 Jahre weg und habe in Berlin gelebt, ganz lange. Und jetzt komme ich wieder zurück und meine ganze Großfamilie lebt aber hier. Also meine Eltern sind hier, die wohnen in unserer ehemaligen Studentenwohnung. Und meine Geschwister hauptsächlich wohnen auch hier. Und das ist irgendwie eine ganz komische Mischung aus, ich weiß nicht, irgendwie ein bisschen nach Hause kommen schon. Mhm. Wo bist du geboren? Ich bin in Tirol geboren. In Innsbruck. Ja, in Hall. Hall in Tirol. Also ich bin eigentlich in Oberösterreich aufgewachsen. Okay, das. Tirol, Oberösterreich. Genau, also mein Vater hat da im Krankenhaus gearbeitet und ich bin in einem kleinen Ort in Ohlsdorf, da wo Thomas Bernhard gewohnt hat. Genau. Das finde ich sehr schön.